Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed. So, wir sind wieder im alten Ägypten unterwegs und ich würde gerne heute mal die Fragezeichen hier so ein bisschen abklappern. Hier ist noch ein Hauptmann oder was? Spüre natürlich den Hauptmann. Okay, ich würde gerne hier die paar Fragezeichen noch abklappern. Und dann würde ich sagen, schauen wir doch mal in Alexandria weiter, wie es dort denn, was dort noch für Quests und sowas gibt. Hier sind noch ein paar offen. Genau, das würde ich sagen, schauen wir uns danach an. Jetzt, genau, würde ich sagen, holen wir uns auch mal die Fragezeichen. Und dazu porten wir dort mal hier hin. Genau. Fragezeichen sind ja meistens irgendwie so, ja, Schatz plündern oder sonstiges, aber ich würde es gern abarbeiten. So, okay, können wir hier was markieren? Ich weiß nicht, ob wir hier schon hinkommen, weil hier ist es ja eigentlich noch. Eigentlich noch, das Gebiet hier wäre eigentlich noch zu. Ich weiß nicht, ob wir dort hinfahren können. Okay, wir probieren es einfach mal. Markieren wir das mal. Und schau mal, ob wir hier irgendwie ein Boot oder sowas kriegen. Hier sind keine Krokodile jetzt. Und ich habe eine Quest bekommen. Prüfung des Anubis. Aber ist leider empfohlene Stufe 40. Da ich ja erst 14 bin, werden wir die noch nicht machen können. Aber okay. So Dinge werden bestimmt öfters mal kommen. Also jetzt schauen wir doch mal hier hinten runter, ob wir hier irgendwo ein Boot oder sowas kriegen. Aha, hier ist auch schon wieder zu. Okay, hier wäre ein Boot. Und die Krokodile sind auch schon wieder hier. Aber die sollen uns nicht stören. Okay, schauen wir mal, ob wir da hin können oder ob das zu ist. Ich weiß es nicht, aber sieht nicht so aus. Ich denke, dass wir das Gebiet automatisch aufdecken. Okay, müssen wir irgendwie was killen, Tier töten. Schauen wir doch mal, was wir hier töten müssen. Stufe 14. Wäre genau unser Level. Okay, nehmen auch einen guten Schaden. Ich glaube, wir gehen hier mal ein bisschen weg. Ne, kommt der mir hinterher? Kommt der hier hoch? Oh. Warte, muss ich wirklich aufpassen? Ausreichen geht es schon. Okay, dann plündern wir den hier noch. Okay, sehr schön. Somit hätten wir das auch abgearbeitet. Okay, aha. Genau, dann wird es praktisch freigeschaltet, wenn ich in die Nähe komme. Aber was für ein Levelgebiet ist es hier? 15 bis 18. Das ist eigentlich noch ein bisschen zu hoch. Deswegen würde ich sagen, wir warten hier noch.
Und wir können was herstellen. Okay, Brustschutz erhöht. Okay, dann stoppen wir uns auch das Fragezeichen gleich hier. Wo ist mein Kahn? Leute, wenn es euch ein bisschen gefällt, würde ich mich natürlich über Support freuen. Macht der bis jetzt eh schon super. Also freut mich, dass ihr immer fleißig kommentiert und so weiter. Aber das Spiel ist ja auch wirklich geil. Ich schätze mal, dass wir einen Schatz bergen müssen oder sowas. Ich hab mich hier schon wieder gesehen. Crocodile. Versunkenes Gefallenschiff. Okay, Schatzplünderung 2. Schauen wir doch mal. Ob wir irgendwas finden. Okay, hier ist eins. Okay. Rein in die gute Stube. Boah, ist ja ganz schön weit runter, ey. Ist noch was? Okay, haben wir schon. Dann tauchen wir doch wieder mal auf. Na, schaffst du es noch? Alles klar. So, wo ist unser Schiff? Warum ist alles voll Blut? Das sieht doch ganz so schön aus. So, alles klar. Haben wir das auch? Und dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich... Wir machen das hier so richtig im Kreis, würde ich sagen. Nächste wäre dann hier. Ich glaube, dass das ein alter Holzkahn ist, geht ja wirklich gut, ey. Dann komme ich gleich mal aus, nicht, dass er mir reindonnert. Okay, was müssen wir hier machen? Halt! Bleib stehen! Ah, hier sollte ich unentdeckt bleiben. Den lassen wir noch. Hey, was? Zu langsam! Da bist du ja. Schatz hier. Halt die Waffe!
Oh, vom Blättern hin geballert. Wegballern. Okay, hätten wir den auch erwischt. Ich habe aber null Pfeile mehr. Eieiei. Okay. Nächste Fragezeichen wie hier. Ja, muss sagen, mit dem Boot geht's wirklich fix. Und da ist die schöne Aussicht auf Alexandria da drüben. Da werden wir dann heute oder auch in der nächsten Folge noch hinkommen, auf jeden Fall. Die Quest da drin machen. Was für ein Ding? Durch in Ruhe. Schatz plündern. Boah, das ist ein Krokodil, ey. Okay, hier ist was. Ah, da hinten ist der Schatz. So, wo ist die andere? Dort hinten. Alles klar. So, dann wäre jetzt hier noch eins. Boah, trifft ganz schön. Ja, ist cool gemacht mit den Effekten.
Es wird auch schon langsam wieder finster. Da braucht man auf jeden Fall nicht rumtauchen, wenn es finster ist. Dann sieht man nämlich gar nichts. So, muss ich jetzt hier machen? Schatz plündern. Okay. Ah, neuen Bogen, alles klar. Okay, Ort beendet. Ging echt schnell, sehr gut. So, okay. Was machen wir denn jetzt? Dann würde ich sagen, machen wir doch gleich den Geier hier und das Nilpferd. Wenn es eh schon auf dem Weg liegt. Einfach ein bisschen Quests abarbeiten. Und es gibt natürlich auch Rohstoffe, wenn wir die Viecher hier killen. Na, schauen wir, ob wir den Geier überhaupt kriegen. Wenn der rumfliegt, wird es ein bisschen schwierig werden. Okay, schauen wir mal. Wo der Geier hier ist. Alles klar. Ich hoffe mal, dass die nicht wegfliegen. Da bräuchte ich jetzt irgendwie so eine Brandbombe oder sowas. Oh mein Gott. Geiernest. Kann man da oben vielleicht gleich angreifen? Ah, super. Das ist natürlich scheiße, wenn ich keine Pfeile habe. Alter. Das war dein Tod, mein Junge. Das war dein Tod. So, wir gehen gleich weiter. Wir machen hier das das Flusspferd. Hier stimmt irgendwas nicht. Sei wachsam, Philos. Schauen wir mal, ob wir die anlocken können. Vielleicht kommt er ja. Na, komm her. Sehr gut. So, Leute, ich würde sagen, wir machen an der Stelle aber jetzt einen Cut. Ich werde schon mal nach Alexandria gehen und wir sehen uns denn dort in der nächsten Folge, würde ich sagen. Schaltet auf jeden Fall wieder ein. Wenn es denn euch ein bisschen gefallen hat,
lasst mir auch ein bisschen Support da. Will ich mich sehr, sehr drüber freuen. So, dann würde ich sagen, wir sehen uns in Alexandria wieder. Bis dahin, ciao, ciao, euer Andi.